Ja, Königin zeichnen oder nicht zeichnen? Das ist die Frage. Grundsätzlich, man muss eine Königin nicht zeichnen. Es ist doch kein Problem, eine ungezeichnete Königin im Volk zu haben. Aber weise Imker haben lange vor uns damit angefangen, die Königinnen zu zeichnen. Und sie werden sich auch einen Gedanken dabei gemacht haben. Und meine Meinung ist, seit ich meine Königin zeichne, spare ich mir erheblich Zeit beim offenen Bienenvolk. Und das ist bei der Arbeit sehr, sehr von Vorteil, vor allem auch für die Bienen stressfreier. So an die Fraktionen, die sagen, ja, wenn du die Königin zeichnest, setzt du sie unter Stress. Und sie wollen ihr Tier nicht stressen, wie auch immer. Ich meine, das ist ein Insekt. Inwieweit das ein Stressempfinden hat, das nicht nach einigen Stunden wieder abgeklungen ist, weiß ich nicht. Sicher wird es eines geben. Manche Königinnen gehen auch erstmal aus der Eilage raus, wenn man sie dieser Prozedur unterzieht, keine Frage. Aber, das große Aber ist, ich benutze diese, jetzt ist der Fokus wieder ein bisschen raus, so, da ist er wieder, diese Opilat-Leuchtplättchen, die ihr hier seht. Und die sehe ich auch als sehr empfehlenswert an. Denn wenn ich in einem vollbelegten Zander im Hochsommer auf 3 bis 4 Zargen nach der Königin suche, weil ich bin jetzt schon einigermaßen routiniert und weiß eigentlich, wo ich das Brutnest finde und wo ich dann auch die Königin finde im Brutnest. Aber häufig reicht es bei diesen Opilatplättchen, die hier drauf sind, diese Leuchtplättchen, schon aus, in die Wabengasse zu schauen. Dann sehe ich den gelben Punkt rumlaufen oder den grünen oder den blauen, was auch immer. Manchmal auch den weißen. Also bei mir eigentlich nur weiß und gelb derzeit. So, auf jeden Fall sehe ich den Punkt dann schon da rumirren und wenn ich den Punkt sehe, weiß ich natürlich sofort, wo die Dame ist und was auch immer ich machen möchte. Ich möchte die Königin umweiseln oder ich möchte die Königin in die Kordkassette sperren, was auch immer. Es dauert einfach weniger Zeit. Und das ist der große Vorteil, weil natürlich finde ich jede Königin auch, wenn ich das Volk aufmache, hineinschaue und nach der Königin suche, wenn sie ungezeichnet ist. Das ist nicht das Thema. Ich meine, ich bin ein paar Jahre dabei und habe ein gewisses geübtes Auge und finde die Königin eigentlich relativ zügig in 99% der Fälle. Aber es dauert erheblich länger, als wenn ich eine gezeichnete Königin habe. Das heißt, ich schaue rein, ich suche die Königin. Das dauert unter Umständen bei manchen Völkern eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis man wirklich die Königin hat. Und da kann mir jeder erfahrene Imker sagen, einmal nicht gesehen, nächste Wabe gegriffen und er sucht wieder. Das kann schon mal eine Viertelstunde dauern, bis man eine ungezeichnete Königin in einem vollbesetzten Volk gefunden hat. Und die ganze Zeit steht das Volk offen. An einem Bienenstand mit 20 Völkern, da kann man sich ausrechnen, wann die Räuberei losgeht und das Volk ist fix unter Stress. Von oben kommen die Bienen rein, klauen den Honig und der Imker ist immer noch am Suchen nach der Königin. Also, es gibt einen Grund, weshalb alte, erfahrene Männer, ich weiß nicht, ob sie alt waren, als sie es gemacht haben, aber erfahren in der Sache, angefangen haben, die Königin zu zeichnen. Und auch ich zeichne alle meine Königinnen. Bei einer stillen Umweisung kann mir natürlich mal eine durchrutschen, das passiert schon mal. Aber eigentlich sind in meinen Völkern alle Königinnen gezeichnet, so dass ich beim Arbeiten einfach das schneller finde. Hier im Bild übrigens eine gerade begattete junge Kanika. Die habe ich gestern aus dem Begattungskästchen geholt und die wird heute eingeweiselt in ein Volk. Das erklärt dann auch die wenigen Begleitbienen. Ich habe nicht so viele beim ersten Schub mitgekriegt und da ich sowieso gleich einweisen werde, braucht sie auch nicht so viele. Sie wird ja nicht verschickt in diesem Fall. Gut. Das ist meine Meinung zum Königinzeichnen. Wer Königin nicht zeichnet und damit arbeiten kann, ist ihm überlassen. Ich sage, es ist ein Nachteil, die Königin nicht zu zeichnen. Und
dieser zweiminütige Eingriff in das Leben der Bienenkönigin, die das Zeichnen beträgt, den steckt die weg. Da macht man sich keine Sorgen drum. Also beim Zeichnen ist mir noch keine Königin wirklich verloren gegangen. Also das ist mir noch nicht passiert. Von daher, das ist mein Weg. So bleibt es. Und ich kann es auch jedem empfehlen, wirklich die Königin im Volk zu zeichnen. Jede Minute, die ihr das Volk nicht offen habt, ist ein Vorteil für das Volk. Bleibt die Ruhe im Volk. Und wie gesagt, dafür die Königin 2 Minuten ihres Lebens einem Eingriff unterziehen, ist absolut gerechtfertigt. So, danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da, ich freue mich immer. Ihr wisst auch, ich beantworte die meisten Fragen gerne auch. Da habe ich gar kein Problem mit. Und ja, schaut wieder rein. Es werden sicherlich noch ein paar Videos folgen. Das Bienenjahr ist ja noch lange nicht zu Ende. Und so wünsche ich euch dann ein schönes Wochenende.